Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Herzlich willkommen zurück hier bei Alfdad. Und ich weiß gar nicht, da oben, ist das jetzt eine Höhle? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist einfach nur eine Klippe. Ich hätte jetzt gedacht, das ist von dem Drachen dort, den wir da sehen. Alles klar, da ist er nämlich wieder. Ja, wir wollten hier auf jeden Fall in Alfdad rein. Alfdad, sage ich schon. Alfdad, ja, sorry, beim letzten Mal habe ich Alfdad gesagt. Es ist natürlich Alfdad, ja. Was soll es denn? Es macht ja absolut nichts aus. Wir wollten jedenfalls hier hin und ich glaube, irgendwo müssen wir auch hier rein. Eventuell ist hier vorne irgendwo ein Eingang, das kann möglich sein. So, aber hier, ich weiß gar nicht, warum diese Häuser, diese Hütten so aussehen. So, erstmal hier. Können wir aufschließen? Ja, können wir aufschließen. Eventuell war hier eine Expedition. Fast. Ach ja, Dietrich übrig. 99 plus. So. Was haben wir denn hier? Gold. Goldbarren nehmen wir natürlich auch mit. Großer Sehnstein. Sehr, sehr schön. Magellose Rubin und eine silberne Halskette. Steckt man natürlich alles ein. Ja, ich weiß hier. Expeditionsmanifest. Manifest, deswegen auch Expedition. Ahnen und die Dunmar. Das können wir direkt so mitnehmen. Das haben wir schon mal gelesen. So, Expeditionsmanifest. Ich glaube, das werden wir auch jetzt lesen müssen. Also ich werde es jetzt direkt vorlesen. Es ist uns gelungen, die Städte abzusichern und andere davon fernzuhalten, die versuchen könnten, unsere bisherigen Entdeckungen zu stehlen. Vor allem die Truppen von der Akademie in Winterfeste. Denn die scheinen ja davon überzeugt zu sein, dass ihnen der Ruhm für die Erforschung sämtlicher Ruinen gebührt. Unser Expeditionstrupp setzt sich aus folgenden Teilnehmern zusammen. Sola Trepatius. Das bin ich selbst. Expeditionsführer, Umana, meine treue Gefährtin und Leibwächterin, Vali, eine Magierin, die nicht mit Winterfeste in Verbindung steht, war gar nicht einfach zu finden. Endrast, ein Forscherkollege, der in der Gegend recht bekannt ist. Jak, ein grobschlächtiges Riesenweib, das ich angeheuert habe, um die Arbeiter im Zaum zu halten. Und Yda und Yza, zwei Kachit-Brüder als Arbeitskräfte angeheuert. Ich brauche noch ein paar Arbeiter, denn es hat sich als schwierig erwiesen, durch das Eis zu kommen. Wir haben ein Lager errichtet und die Gegend ausgekundschaftet. Die kleinen Ruinen auf dem unteren Plateau des Gletschers scheinen nicht mit dem Hauptgebäude verbunden zu sein und es ist uns nicht gelungen, in die Dornbrüstung einzudringen, die wir hier gefunden haben. Jak meinte, sie habe einen Spalt in der Gletscherwand gefunden, der in die Ruinen führen könnte. Also werden wir uns überlegen, wie wir da mit unserer Ausrüstung runterkommen. Sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen. Alles klar, das nehmen wir natürlich mit und offenbar sind die Expeditionskollegen hier irgendwie verschollen. Zumindest haben wir sie noch nicht gesehen. Irgendwo muss hier ein Spalt sein. Wahrscheinlich müssen wir dann dort reinkrabbeln. Ja, hier ist eine Leiche. Alles klar. Ich denke mal, das sagt schon einiges aus. Das Lagerfeuer ist ja auch schon länger aus, so wie das aussieht, so viel Schnee wieder drauf liegt. Und offenbar ist die Rede, von dieser Dornbrüstung hier, dort wo man nicht reingekommen ist. Schätzungsweise werden wir später hier wieder rauskommen. Interessant, alle Male. Die Frage ist, wie weit kommen wir hier jetzt vor? Also, wie weit kommen wir jetzt mit dem Wissen, was wir aktuell haben? Oder werden wir hier noch ein bisschen mehr erforschen müssen? Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich hier runter. Der Drache. Er lässt mich immer noch ein bisschen nervös werden. Schaut mal, da könnte das der Eingang sein. Dort ist auch ein Tor, beziehungsweise eine Tür, während Serana immer wieder rumschubst. Was natürlich nichts Neues ist. So, Ziel. Alfdad, Glacial Ruins. Ja, die Ruinen von Alfdad. Ich glaube tatsächlich, dass das hier der Spalt ist, von dem in dem Manifest gesprochen wurde. Ja, und eins wollte ich mir noch anschauen, bevor wir das jetzt vergessen. Nämlich, das dürfte ich eigentlich nicht rausgetan haben, dieser Stab, oder? Wo ist er denn? Stab des Magierlichts. Hier ist er doch. So, eine Lichtkugel, die für 60 Sekunden dort bleibt, wo sie einschlägt. Ja, alles Klärchen. Das ist natürlich
Das ist natürlich etwas Schönes, aber wir können das auch hier mitmachen. Also insofern ist es eigentlich wurscht. So. Braucht man, wie gesagt, erstmal gar nicht. So, Goldbarren. Zwergischer Metallbarren, kein Goldbarren, alles klar. Okay, die Ruinen von Altand. Ich frage mich, was uns hier erwarten wird. Sullas Tagebuch, alles klar. Da haben wir schon mal das Tagebuch von Sulla, der Anführerin quasi. Beziehungsweise der Expeditionsführerin. Wir versuchten, durch den Gletscher an der Spitze zu kommen. Aber wir schafften es einfach nicht auf die Brüstung des Sturms. Jack entdeckte einen Spalt in der Gletscherwand und die Konstruktion eines Laufstegs war gerade rechtzeitig abgeschlossen, als ein Sturm hereinbrach. Erst wollten wir sein Ende abwarten, aber er wurde immer schlimmer. Bei einem Gletscherrutsch kamen mehrere unserer neuen Arbeiter um. Ich befahl allen, schnell so viele Vorräte wie möglich in den Spalt zu schleppen und es gelang uns, den größten Teil zu retten. Einer der Gehilfen wollte nicht hören und wagte sich in den Sturm hinaus, doch der Wind wehte ihn vom Laufsteg herunter. Es sieht so aus, als würden wir hier für lange Zeit festsitzen, aber trotz allem bin ich überzeugt denn je, dass ich derjenige sein sollte, der diese Ruine ihrer Geheimnisse entreißt. Ich habe es satt, diese Magier und die Armee immer die Lorbeeren für meine Arbeit einheimsen. Mein Name wird es sein, der aufgrund dieser Entdeckung in die Geschichtsbücher eingehen wird. Okay, hier haben wir jetzt natürlich auch entdeckt, beziehungsweise gehört, was mit den Leuten draußen geschehen ist. So, das Buch kennen wir schon, das werden wir uns nicht extra anschauen. Der Expeditions- oder einige davon sind quasi jämmerlich erfroren, weggeweht von einem Sturm, also nicht unbedingt irgendwas Neues. Und jedes Mal, wenn diese Musik hier auftaucht, denke ich mir, oh, gleich kommt ein Gegner. So, das ist keine Falle. Nein, eine Twimmer-Truhe. Als Kette der höchsten Magiker. Stärker die Magiker um 60 Punkte. Sehr schön. Werde ich jetzt natürlich nicht nutzen. Das ist auch keine Falle, so wie es aussieht. Dann schauen wir direkt auch mal rein. Gold, silberne Juwelen als Kette. Also wir haben wieder ein bisschen was, ein bisschen mehr als genug, würde ich sagen, zum Verkaufen eigentlich. Wie gesagt, das werde ich bei Gelegenheit machen. Also sprich, wenn ich dann mal sage, Mensch, jetzt sind wir einmal hier. Jetzt verkaufe ich das Zeug einfach mal so oder wir verkaufen es gemeinsam. So, einmal wieder Licht. Der Trupp scheint hier auch nicht mehr zu sein. Allerdings glüht hier noch ein bisschen das Lagerfeuer. Also lange können die noch nicht fort sein. So wie das hier aussieht, ist der Gletscher auch erst entstanden, nachdem diese Ruinen schon längst gebaut worden sind. Also so stelle ich mir das zumindest vor. So stellt sich das für mich gedanklich mal dar. Oder zumindest mal meiner Logik nach. Da. Wo ist es? Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Cesar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein, es muss einfach noch mehr Skooma da sein. Schweigt, schweigt! Lügt mich nicht an, Cesar. Ihr habt es versteckt. Ihr versucht ständig es. Okay, Leute, wir gehen mal weiter. Das sah mir aus, als ob die hier irgendwo dahin das dann, aber wahrscheinlich müssen wir hier lang. Ja, natürlich. Geht hier auch wieder. So, und ich müsste mal wirklich langsam mal wieder ein paar mehr Fackeln mitnehmen, dass wir auch mal wieder Fackeln nutzen können. So. Oh, eine Sekunde, Leute. So, pardon, pardon, pardon. Ich muss nur kurz, ja, niesen. Ist natürlich nichts Schönes, deswegen wollte ich das euch jetzt nicht unbedingt hören lassen, quasi. Also, hier ist ein Wässerchen. Ich würde sagen, das ist einfach nur Gletscherwasser, was hier in den Rohren geschmolzen ist. Hier sehen wir es auch. Die Leitung, da sind... ja, das ist gefrorenes Wasser, was darunter hängt. Eiszapfen quasi. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass hier drin ein bisschen kühler ist. Und nur in den Leitungen ein bisschen wärmer. Auf der anderen Seite... Ja, ich weiß nicht. Wir schauen uns jedenfalls weiter hier um. Und wir werden, denke ich mal, auch das Geheimnis dieser Ruinen hier noch rausfinden irgendwie. Ja, und irgendwie, das gefällt mir gerade gar nicht mit diesem Zauber. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn er immer kürzer wirkt. Also das Licht von unserem Zauber, den wir hier zum Lichtmachen nutzen. Da hinten wird es wahrscheinlich lang gehen. Ich sehe auch schon wieder Blut auf dem Boden, ihr wahrscheinlich auch. Aber, na, Moment mal, wir werden uns vielleicht dann doch erstmal das Zeug hier anschauen.
Während hier schon wieder bedrohlicher, ja, Sound quasi aufkam. Zwergkreisel nehmen wir mit. Gewöhnlicher Sehnstein, der ist schon gefüllt. Den nehmen wir auch mit. Zwerge, Pan 2. Alles klar. Leute, ihr wisst Bescheid, bitte selber lesen. So, steck mal ein. Und dann haben wir hier ein Balsam. Ja, den, was, das nehmen wir natürlich nicht mit. Forschungsnotizen, die werden wir uns vielleicht mal anschauen, je nachdem. Ja, können wir machen. Wenn Umana doch nur eines dieser Twema-Maschinenwesen ganz gelassen hätte, damit ich es untersuchen kann. Gut, sie haben diese Gajiit-Brüder mitten in der Nacht fast umgebracht, aber das heißt doch nicht, dass wir nicht vielleicht einen Weg gefunden hätten, eins von denen zu deaktivieren. Wir haben ein paar Sachen vor die Röhren geschoben, aus denen sie gekrochen sind, um sie daran zu hindern, zurückzukommen. Sie sind einfach faszinierend. Genauso wie Karl Kelmo es im Band 2 von Zwerge beschrieben hat. Ihr Äußeres ähnelt in der Tat Spinnentieren. Ich hatte vermutet, seine Quelle habe da etwas fabuliert. Dass ein Seelenstein in den Bauplan dieses Apparats integriert wurde, ist bemerkenswert. Das würde den Blitzfokus erklären, von dem er schreibt. Merkwürdigerweise scheint es sich nicht um die Hauptenergiequelle des Apparats zu handeln. Vielleicht ist es eine Art harmonische Resonanz mit den Energien, die der Seelenstein enthält, welche wiederum einen kleinen Kessel erhitzt. Es ist zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das wirft jedoch die Frage auf, woher sie die Flüssigkeit für den Kessel nehmen. Hm, das ist ja seltsam. Ich dachte, ich hätte eben eine Bewegung hinter der verbarrikadierten Tür gesehen. Die Gestalt sah entfernt menschenähnlich aus. Ich frage mich, ob es sich um einen noch unbekannten Maschinenkrieger handelt. Ich werde mein Bettzeug hier hinlegen. Vielleicht kann ich noch einen Blick darauf erhaschen. Das ist alles so aufregend. Okay, interessant. Wir nahmen hier ein Sehnsteinfragment, nehmen wir auch mit. Über die Twema-Band 3, da wirst du auch Bescheid, bitte selber lesen. So. Also offenbar laufen hier noch ein paar Gestalten rum, die tatsächlich menschenähnlich aussehen. Hinter irgendeinem Rohr, was zugestellt wurde. Vielleicht ist es auch nicht mehr zugestellt. So, hier kommen wir nicht rein. Alles klar. Also, es geht tatsächlich die eine Rampe hoch. Mehr oder weniger in die Richtung, wo wir die Kachi gehört haben. So, eventuell ist hier noch irgendwo ein versteckter Mechanismus. Das kann möglich sein. Aber ich glaube, wir gehen... Ja, natürlich. So, ein Zwergien-Spinnenarbeiter, natürlich. Twema-Kreisel, zack. Und einen gewöhnlichen Zehnstein, den nehmen wir natürlich auch mit. Der kam hier raus, alles klar. Das sind, meinte der wahrscheinlich dieses Rohr. Und es könnte genauso gut möglich sein, dass die, dass die Leute hier quasi auch schon wieder vertrieben worden sind. Also weiter ins Innere getrieben worden sind in dem Moment. Wir werden es feststellen, hoffe ich mal. So, ja. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, das denke ich auch. So. Haben wir noch irgendjemanden? Nein. Okay. Der Weg führt uns offenbar wieder zurück in den Gletscher bzw. in das Eis selber. Bergenspinnen, offenbar vom Forscherteam hier schon wieder ermordet bzw. auseinandergenommen. Ja, irgendwie müssen sie überlebt haben. So, eine Geldbörse. Das nehmen wir auch alles mit. Finde die zwei makellose Saphire. Ja, ja, ja. Alles für Madesi, Madesi in Riften, das habe ich nicht vergessen, keine Angst. Sirana, danke. Ja. Okay, die sind soweit hier noch kein Problem. Ich frage mich aber auch, ob wir wieder auf die stärkeren Gegner hier treffen werden, wo ich mir schon das ein oder andere Mal die Zähne mehr oder weniger ausgebissen habe. Oder gefühlt zumindest ausgebissen habe. Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glattreuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zu verlaufen. Was? Warum? Da. Ja, wir machen jetzt erstmal kein Licht.
So, aber wir werden euch hoffentlich aufhalten. So. Ich weiß nicht, was mit den beiden hier los war, dass sie uns angegriffen haben. Angeblich haben sie ja zur Expedition gehört. Was ich mir natürlich jetzt auch gut vorstellen kann, dass Jeddah und sein Bruder mehr oder weniger dann doch Verräter waren. Von vornherein entweder Verräter oder aber sie sind mehr oder weniger verrückt geworden, nachdem sie hier tatsächlich dann schon eine längere Zeit drin sind. Das kann auch gut möglich sein. Ne? Also ich will das noch nicht ausschließen. Aber das hier, was nicht ganz richtig ist, ich meine, das erkennt er selber. So, Chissas Tagebuch, das können wir gleich lesen. Erstmal hier rein, die Tasche, so, leeres Koma-Flasche, können wir die gebrauchen? Ich glaube ja nicht. So, den Rest nehmen wir aber mit. Chissas Tagebuch, wir lesen direkt mal. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich habe Jeddah und mich selbst für diese Expedition angemeldet, um ihn vom Koma wegzubringen. Ich habe einen kleinen Vorrat mitgebracht, um ihn langsam zu entwöhnen. Aber wegen des Sturms sitzen wir schon seit Wochen in diesem Gletscher fest. Die anderen haben noch nicht gemerkt, dass einer, der Felle trägt, wegen der Kälte nicht so zittern sollte. Aber das bisschen Skoma, das ich mitgebracht habe, ist aufgebraucht und Jeddah geht es immer schlechter. Er fängt an zu halluzinieren und glaubt, Kreaturen zu sehen, die aus dem Eis und den Ruinen kommen. Die anderen duscheln schon darüber, dass er vielleicht hinter Wallis Verschwinden stecken könnte, aber ich weiß, dass er so etwas nie tun würde. Okay, eventuell liegt es tatsächlich an der Skoma-Sucht, dass die beiden uns angegriffen haben. Der eine natürlich, um den anderen, den Skoma-Süchtigen, zu beschützen und der Skoma-Süchtige, weil er ja am Durchdrehen ist, nicht mehr klar denken kann. Schade um die beiden, aber so ist es halt. So, Aschehäufchen haben wir, glaube ich, auch. Ja, Holzfäller-Axt lassen wir da. Gold nehmen wir mit. Ist natürlich ein bisschen schade, aber was willst du machen? Ich meine, man kann ja nicht alle retten. So viel ist mal klar. Und wenn du dann angegriffen wirst, du musst dich verteidigen. So, noch eine Geldbörse. Die Frage ist, was ist mit dem Rest von der Expedition passiert? Humanas Tagebuch. Okay, da schauen wir auch direkt rein. Es ist ungefähr eine Woche her, dass Wally verschwunden ist und jetzt ist Endrast auch noch weg. Wir haben Blutspuren entdeckt, die zur verbarrikadierten Tür führen. Aber Sulla scheint zu glauben, dass sie einen Weg hindurch gefunden haben und ihn um die Entdeckung bringen wollen. Er sagt ständig, dass wir uns beeilen müssen. Es ist uns gelungen, in einen anderen Abschnitt der Ruine vorzudringen. Ein Animonculatorium, wo die Twema einst ihre Maschinenkrieger produzierten. Wir haben die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass die Metallwesen immer noch leben und Yaks Laune hat sich dadurch nicht gerade gebessert. Sie ist überzeugt davon, dass die Kachit-Brüder nichts mit den Entführungen zu tun haben und behält Sulla stets im Auge. Die Rationen gehen zur Neige und wir werden uns bald entscheiden müssen, ob wir dem Sturm trotzen oder versuchen wollen, weiter in die Ruinen vorzudringen. Ich weiß nicht, ob die Echos vom Schreien, die ich im Schlaf gehört habe, von meinen verschwundenen Kameraden stammen oder ob es nur Albträume sind. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Och, die Geräusche schon wieder, Leute. Das ist, ja. Ich weiß nicht, diese lauten Geräusche, dann so... Ja gut, okay, wir sind ja nicht ganz alleine. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig, Leute. Ich versuche schon ein bisschen lauter zu reden. Aber... irgendein Mechanismus ist hier. Und irgendwas ist auch dort. Die Frage ist halt immer, was. So, ich werde sich jetzt aber zack, einmal... So. Einen Schnellspeicherpunkt, den wir jetzt gesetzt haben, machen. Ja, und natürlich hier. Na, klar. Oh Gott, was war das jetzt hier? Verzögert der Sound und immer noch so laut. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht versehentlich hier platt machen können. Weil weiß ich gar nicht, können die einen denn direkt mit so einem Skill fertig machen? Die Banditen jetzt zum Beispiel, ne? So. Alles klar.
Wir heilen mal eben schnell, bevor hier doch eventuell die nächsten Gegner auftauchen. So, ich denke mal, das reicht jetzt aber auch. Und dann, ja, zack, einmal bei den Zwergensphären. Ja, da muss ich wirklich Serana immer wieder einen Dank aussprechen, dass sie dann doch so hilfreich ist in dem Moment. Hier sehe ich gerade, die hat man auch mit Feuer arbeiten können. Hier auch. Habe ich nicht getan. Ich weiß nicht, inwiefern wir den Zwergensphären dann dadurch wirklich Schaden zugefügt hätten. Oder uns eventuell selber das Leben schwer gemacht hätten. Das weiß ich nicht. So, großer Seelenstein nehmen wir mit. Und hier... Kommen wir da eventuell irgendwo hin? Zumindest mal hier hin. Da geht schon wieder das Licht aus, ey. So. Was haben wir denn hier? Makelloses Markt. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So, ich will nicht behaupten, dass es ein kleines Secret ist, aber es ist schon, ja, schön versteckt gewesen. So, hier ist noch eine Truhe. Nehmen wir mit. So. Und ansonsten scheint hier oben aber auch nichts zu sein. Da drüben werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Nicht so einfach zumindest mal. Das heißt, wir können hier beruhigt wieder runtergehen. Es ist übrigens gut möglich, dass wir für uns vielleicht dann doch in, ja, durchsetzte Mechanismen hier auch fortbewegen müssen. Was ist das denn hier? Hier die Luft, die ist irgendwie seltsam, ne? Ich denke mal, ihr seht das jetzt auch. Als ob man hier durch Wasser gegangen ist. Eventuell wie so eine kleine Barriere. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen haben könnte. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas... So. Sein. Ja, wenn Serana das sagt, dann sind sie erledigt. Zack. Und ja, unsere Taschen, die füllen sich schon wieder so rapide schnell. Das ist einfach nochmal Wahnsinn. Da wünscht man sich doch direkt, man könnte hier einen Händler rufen, bei dem man das Zeug direkt verkaufen könnte. Aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich zu viel des Guten. Denn, ja, ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube, nee, das würde hier einfach nicht reinpassen in Skyrim. Glaube ich zumindest mal. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Grundumerz und so weiter und so fort. Also richtig schöne Sachen zum Schmieden. Und hier ist nichts weiter, oder? Doch, hier ist noch was. Nehmen wir mit. So, und hier... wieder was zum Aufschließen. Zack. Okay, alles klar. Das Ding ist offen. Dann können wir hier natürlich auch die Sachen damit rausnehmen. Eine Truhe zum Aufschließen. Zack. Schon ist das Ding offen. Rolle des Schutzkreises. Untote bis Stufe 35, die den Zirkel betreten, ergreifen die Flucht. Okay, alles klar. Das ist nichts, was ich jetzt, glaube ich, nutzen möchte. Achso, oder so nicht nutzen möchte. Ich meine, das wäre natürlich was, wenn man jetzt als Fernangreifer, also als Fernkämpfer hier in Skyrim unterwegs ist in der ganzen Welt. Aber das bin ich nun mal nicht. So. Hier ist tatsächlich nicht noch mehr. Alles klar, dann können wir hier durch die große Tür dann quasi, glaube ich, rausgehen, oder? Ja, können wir ruhig machen. Vielleicht mal das Licht nochmal erneuern, bevor wir da hochgehen. Okay, dort ist ein Spinnenarbeiter, glaube ich. Was haben wir hier? Es ist dunkel, alles klar. Man sieht es nicht so ganz.
Natürlich, natürlich, natürlich. Ich lade natürlich auch noch rein auf diesen Schalter. So. Tack, das, tack, tack. So, Moment. Ich schau mal eben auf die Karte, ob wir da irgendwas erkennen können. Aber das können wir natürlich nicht. Haben wir denn irgendwie einen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen? Da hinten irgendwo. Alles klar, hier sind wir gar nicht lang gegangen. Das heißt, wir können erstmal hier hinten runter. Was ist denn mit dem los? So, zack, zack, zack. Und als ob der irgendwie in so einem Berserker-Modus jetzt drin war. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. So. Eine Truhe ist hier noch. Okay, alles klar, dann... Das nehmen wir natürlich noch mit. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Was soll denn? Dann machen wir quasi diese eine Rundreise, wenn ich das richtig gesehen habe. Und... Ich sehe gerade, mein Licht geht aus, ne? So. Woher seid ihr gekommen? Ja! Mit euch kämpft es sich gut. So. Und ja, ich weiß... Die Zwergenspinnenarbeiter, die, ja, bei denen kann man keine Seele rausholen. Finde ich ein bisschen schade. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Ja, ich finde es ein bisschen schade quasi, dass man da keine Seele rausholt. Andererseits, ich meine, es sind Spinnenmitarbeiter. Spinnenarbeiter, es sind Maschinen. Ne, maximal, wenn dort tatsächlich Seelensteine drin sind. Die Seelensteine, die holen wir ja schon zum Teil raus. Das habt ihr ja selber schon mitbekommen. So, hier geht's nicht weiter. Aus. Dieses, die unerbittliche Macht zu blocken ist schon mal verbessert. Das ist auch sehr gut. So, das nehmen wir alles mit. Oh, da ich nichts mehr sehe. Einmal Licht und irgendwo ist, glaube ich, noch ein Gegner, oder? Nee. Ja, irgendwo wahrscheinlich schon. Die Frage ist dann wo. So, das haben wir alles, was wir hier brauchen. Den Rest, den lassen wir mal sicherheitshalber liegen. Das wird sonst noch zu viel im Inventar. Hier drüben, da ist offenbar nichts weiter. Zumindest mal nichts, wo wir jetzt rankommen würden auf die Schnelle. Woher seid ihr gekommen? Ah ja, hier. Alles gleich und du. Das hätten wir geschafft. Da hat er sich ein bisschen versteckt quasi. Elixier des Waffenschmieds. Okay, das kann man natürlich auch gegebenenfalls irgendwann mal gut gebrauchen. Ne? Sprich, um die Waffen noch weiter zu verbessern, als das, was theoretischerweise momentan drin ist. Mit unseren Skills drin, ich sag mal so. So. Und dann sind wir... Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich glaube, wir sind jetzt auf der einen Ecke, wo wir schon mal waren. Ja, genau. Dann können wir nämlich dann, wenn hier hinten eh nichts weiter ist, in diese Richtung weitergehen. Sehr, sehr gut. War zwar quasi ungeplant, diesen Weg zu laufen, aber es hat ja schlussendlich funktioniert. Aber ich möchte da nicht runter. Ich möchte hier oben lang. So, zack. Ja, ja, ja. Du mit deinem Berserker-Modus hier. Zack. So. Zweimal Zahnrad, Ebenerz, immer sehr, sehr schön. Und Seelensteine, gleich zwei Stück sogar. Ah ja, Serana kann verhinten gerade. Da werde ich mich jetzt mal nicht einmischen, denn den Weg gehen wir jetzt nicht zurück. Okay, tatsächlich geht es hier noch weiter. Okay, interessant. Interessant. Das Ganze schauen wir uns mal gerade auf der Karte an.
So, Serana. Da kommt sie, alles klar. Öffnen, ja. Altant Animon Monculori, also sprich die Herstellungsfabrik oder der Teil, wo diese Maschinen hergestellt werden, die hier auch das Expeditionsteam angegriffen haben. So, die Frage ist, wie tief ist das Ganze dann noch? Ui, okay, alles klar. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir tatsächlich an dieser Stelle einen Cut. Ich habe mir jetzt nicht ganz gemerkt, wie weit quasi der Teil, also bevor ich genossen habe, bevor ich genießt habe, gegangen ist. Leutchen, ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Beim nächsten Mal werden wir hier weitergehen und dann hoffentlich mal das Lexikon auch überschreiben. Das werden wir dann sehen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben, wenn nicht, natürlich nicht. Ansonsten, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Die Elder Scrolls von Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.